war, Dania ist kein schlechter Mensch, sie ist ein super schlechter Mensch. Ey, komm Junge, jetzt ist mal langsam. Das ist aber gemein. Sag mal, hast du irgendwie Angst, mich zu verlieren? Oder warum bist du da in letzter Zeit so empfindlich? Wir sind doch befreundet, das gibt doch gar keinen Grund. Ich muss einmal kurz dazwischen grätschen, sonst habe ich keine Zeit mehr, um meine Guesses zu machen. Der kleine Koch war Khan, die Oma war Lena und Dania war die eben hier mit dem Schneemobil. Woher weißt du das? Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer neuen XXL-Challenge hier in Brookhaven. Zu einer neuen Folge Wer bin ich? Aber heute mit Tom, Lena und Dania und was ich eigentlich sagen wollte, heute machen wir eine Wer bin ich-Edition mit Jobs. Wahnsinn. Ihr könnt euch natürlich den Job ausdenken. Es kann ein Job sein, der jetzt hier da ist. Der muss aber nicht nur in Brookhaven da sein, der kann auch im echten Leben da sein. Aha. Mhm. Okay. Und dementsprechend zieht ihr euch bitte an. Ja, ich werde als erstes suchen. Jeder darf wieder einmal suchen und ihr könnt euch jetzt erstmal in Ruhe umziehen und dann werde ich euch suchen. Ich habe dann 4 Minuten Zeit. Okay, okay. Let's go. Let's go to the mall today. Danke, Lena, dass du mich nicht hängen lässt. Khan lässt mich nämlich jedes Mal hängen. Ich weiß, ich weiß. Verräter. Was soll das denn jetzt heißen? Ja, du lässt mich jedes Mal hängen, wenn ich das singe. Du müsstest ganz eindeutig Today singen und du machst es einfach nicht. Da merkt man, ne, sobald Lena oder auch Tom da ist, ne, wie schnell ich von Dania ersetzt werde. Ja, wirst du sofort. Ja. Und Leute, das solltet ihr wissen, das solltet ihr wissen. Auch wenn ihr im Stream bei Dania seid, ihr werdet immer ganz schnell ersetzt. Sie tut so, als wärt ihr ganz wichtig, seid ihr aber nicht. Jetzt geht das wieder los. Ja, ich weiß auch nicht, warum Khan einfach immer so versucht, mich als schlechten Menschen darzustellen. Das finde ich echt mal ein bisschen frech, muss ich sagen. Ich brauche dich nicht als schlechten Menschen darzustellen. Du bist schlecht. Autsch. Das fand ich jetzt echt ein bisschen gemein, muss ich sagen. Also, sorry, das geht ja mal gar nicht. Es gibt Grenzen. Tom, kannst du mal bitte was sagen? Warum bist du die ganze Zeit so ruhig? Ich konzentriere mich für mein außerordentlich starkes Kostüm. Also, ganz ehrlich, Leute, merkt ihr eigentlich, dass ich versuche, einfach nur die Zeit hier totzuschlagen? Also, all das, was ich gerade sage, ist mir sowas von egal und ist auch natürlich nicht wahr. Dania ist kein schlechter Mensch, sie ist ein super schlechter Mensch. Ey, komm, Junge, jetzt ist mal langsam. Das ist aber gemein. Oh, ist das schön, wenn man jetzt nicht nur von Dania hört, dass das gemein ist, sondern auch von 2 weiteren Leuten, wo es mich eigentlich gar nicht interessiert. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so für dich spricht, okay. Ehrlich gesagt. Okay, weißt du was? Wir machen das jetzt so. Dania, du bist kein schlechter Mensch. Du bist kein schlechter Mensch, wenn ich euch 3 jetzt sozusagen finde. Das halte ich jetzt irgendwie für ein bisschen toxic, was du da machst, muss ich sagen. Ein bisschen erpressungsmäßig. Nö, also ich sag ja nur, wenn ich euch 3 jetzt finde, ich glaube, dann bist du nicht so ein schlechter Mensch. Ja, ich glaube, das ist mir relativ egal. Oh Mann, Leute, also bevor jetzt Leute mir Nachrichten oder so schreiben, also bei Instagram, ich schaue sowieso kaum rein, also das ist eine andere Geschichte. Aber das war die arroganteste Aussage, die du seit langem getätigt hast und das heißt bei dir schon echt was. Also falls ihr mir Nachrichten schreibt, ist mir egal, weil ich lese das eh nicht. Nein, das meine ich nicht, ich schaue halt selten rein, weil, also ja, wie dem auch sei. Leute, bevor jetzt andere Leute wieder was Falsches denken, es ist nur Spaß. Dania ist natürlich kein schlechter Mensch, sie ist ein super, super netter Mensch. Boah, das ging jetzt so schwer dir über die Lippen. Ich hab's richtig gemerkt. Du hast wahrscheinlich, als du das gesagt hast, noch so die Augen zugemacht, weil du dich kurz konzentrieren musstest, dass du hier nicht... Nein, das nicht. Ich wollte gerade was anderes sagen. Das ist halt das Problem, wenn man mit Menschen aufnimmt, die halt überhaupt keinen Humor haben. So, das ist mein Problem. So, ihr seid super Menschen, aber ihr habt keinen Humor. So, seid ihr jetzt mal fertig? Ich bin fertig. Ich glaube, ich auch bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin absolut fertig. Mit den Nerven, mit der Welt und mit dir auch, Khan. das Gute ist, das ist gerade die erste Aufnahme am Tag, die wir mit Dania sozusagen zusammen haben. Und es fängt schon mal super an. Ja, ich habe jetzt schon keinen Bock. Sie hat jetzt schon einfach. Okay, 4 Minuten Zeit. Okay, 4 Minuten ab jetzt. So, man darf natürlich auch mit Fahrzeug suchen. Aha. Dürft ihr dann gleich auch. Ich bin ja sozusagen, das hätte ich hier die erste Runde. Ja, ist doch schön. Ich weiß. So, wo seid ihr denn? Und wir dürfen wieder überall rumlaufen, oder? Ja, genau. Aber jetzt bitte nicht, keine Ahnung, bis zum Ende der Map oder so. Das wäre jetzt ein bisschen unfair. Mhm. Also Stadtkern und Straßen sind okay. Okay. Und in Gebäuden. Wir müssen gucken, wer hier nach was aussieht. Also das kann keiner von euch sein, weil sie hat sich gerade umgezogen. Also Friseur sehe ich noch keinen. Hm. Hey, wo sind denn auf einmal alle? Okay, also einen Anwalt oder eine Anwältin haben wir auch nicht.
Warum seid ihr so leise? Vielleicht wollen wir einfach nicht mehr mit dir reden, Karl. Oh, das war doch nur Spaß, Mann. Ja, vielleicht für dich, aber hast du schon mal überlegt, dass du vielleicht Menschen verletzen könntest mit deinem Verhalten? Ja, kann sein, aber... Ist mir egal, weil ich lese eh nicht meine Instagram-Nachrichten. Mann, jetzt... Okay, ich glaube, ich hab jemanden gefunden. Okay. Ich glaube, ich habe Tom gefunden. Okay. Nö, ich habe nicht Tom gefunden. Okay. Nö, ich habe keinen von euch gefunden. Nö, habe ich nicht. Okay. Na gut. Freut uns, Kahn. Dann such mal weiter. Okay, aber hä, ich sehe gar keinen. Ja, das ist jetzt wohl dein Problem. Wo seid ihr denn alle? Das werden wir dir jetzt wohl nicht sagen. Ja, okay, ihr seid noch im Spiel, das ist gut. Stell dir mal vor, wir werden alle drei einfach gelieft. Stell dir mal vor. Alle drei so, nee, kein Bock mehr, wir gehen auf einen anderen Server, machen unser eigenes Brookhaven. Ich dachte jetzt schon, wenn man in dieses Menü reingeht, dass man auch direkt sehen kann, wie derjenige aussieht. Das wäre jetzt ja fies gewesen. Also, ich sage, ich habe jemanden gefunden und das bist du hier. Ich sag, das ist... Lena, bist du das hier? Wer? Auf diesem Hoverboard hier oben auf den Schultern. Hoverboard? Hä? Hä? Nö. Also, ist jemand von euch auf den Schultern? Ich sag, das ist Lena. Nö. Ich bin's nicht. Nö. Oh, toll. Okay, erste Chance vorbei. Wow. Aber ich sehe einfach auch gar keinen. Hä? Sag mal, wollt ihr mich veräppeln? Ihr seid gar nicht hier. Ja. Okay, warte, ich habe jemanden gefunden. Okay, ich habe jemanden gefunden. Das ist auf jeden Fall einer von uns. Der Job ist wahrscheinlich Model oder Schauspielerin. Okay. Und ich sage, Okay. Das ist Danja. Wo denn? Hier, wo ich stehe gerade. Nee. Ist es denn einer von uns? Nein. Nö. Och, nö! Sag mal, wie schlecht bist du heute? Ey, was für ein Pech habe ich? Hier ist so eine mit dem Koffer, die rumläuft. Ja, ich habe letztens schon mal über Instant Karma gesprochen. Okay, letzte Person, aber die habe ich jetzt richtig. Das ist Tom. Hallo, du bist der Astronaut. Ja, das ist korrekt. Die Verkleidung war schlecht. Okay, gut. Und Zeit ist auch gerade um. Die war sauer auffällig. Okay, so, damit habe ich zumindest 2 Punkte gesammelt. Also für die richtige Person gibt es 2 Punkte. Wenn man überhaupt einen findet, 1 Punkt. Okay? Okay. Gut, Tom, weil du das so toll gemacht hast, darfst du jetzt als zweites suchen. Ja. Ich war übrigens Model, nicht Tänzerin. Ich war Tänzerin. Aber du warst halt nicht bei mir. Ich war im Kino auf dem Laufsteg. Oh, okay. Und Lena? Ey, Kahn, du bist auch, ganz ehrlich, du hast mich gesehen. Und ich hab wirklich von... Warst du die... Ja! Hä, aber warte, was für einen Job hast du denn? Ja, ich war im Krankenhaus Patientin eigentlich. Eigentlich wollte ich, Das ist doch kein Job! Ja, das Problem ist, ich konnte Sachen hier nicht machen. Ey, toll, danke. Danke, vielen Dank. Das ist doch kein Job, Mann. Ich bin einfach Nurse, whatever. Toll. Mein Job ist, ich bin im Krankenhaus Patientin. Ja, das Problem war, bei mir hat es nicht ganz funktioniert. Ich krieg ein paar Sachen nicht weg aus meinem Dingen. Ja, toll. Ich hatte die mit dem Koffer auch für jemanden von uns gehalten, Kahn. Ja, ne? Ja, ich dachte auch, das wäre ja jemand von uns. Also manchmal muss ich echt hinterfragen, was die hier für Klamotten haben bei Brookhaven. Manchmal ist es echt ein bisschen wild. Also ich habe meinen Job schon gefunden. Das freut mich, Kahn. Welcher ist es denn? Ja, das werde ich dir nicht sagen. Ach, schade. Ja, das stimmt wohl. Habt ihr eigentlich gesehen, dass man in Brookhaven jetzt auch seine Outfits speichern kann? Ist das nicht geil? Ja, das ist super. Finally, nach Jahren. Weiß auch nicht, was immer los ist mit diesen Spielen, dass die ihre Updates immer erst dann bringen, wenn wir sie nicht mehr spielen. Weiß nicht, okay. Also, ich habe mich verkleidet sozusagen. Ich habe einen Job. Wie sieht's bei euch aus? Noch nicht ganz. Nee. Ja, toll. Tom, da musst du warten. Bist du eigentlich noch der Astronaut? Nee. Als die Runde angefangen hat, wusste ich schon so, oh, der muss mich nur sehen, dann hat er mich. Ja, so war es auch. Das war, aber wo war nicht meine beste Verkleidung. Beim Flughafen. Okay. Weil das noch so am ehesten zum Astronauten gepasst hat. Ja, du hättest ja auch das Haus bauen können mit der Rakete. Ich wusste nicht, dass es ein Haus mit einer Rakete gibt. Gibt's. Ja, das weiß ich jetzt auch. Das Haus ist eine Rakete. So, also wir wissen, Tom verkleidet sich wahrscheinlich als nächstes als Marine und versteckt sich im U-Boot. Genau. Ja, also Danja, an deiner Stelle wäre ich heute mal ein bisschen ruhig, ne? Wegen? Ja, also das, was du dir jetzt zu Anfang geleistet hast, ne? Was habe ich mir geleistet? Die Kommentare, die du gegenüber mir geäußert hast, die finde ich schon sehr, sehr heftig. Welches? Ja, zu behaupten, dass ich behaupten würde, dass du ein schlechter Mensch bist. Ach, Danja, also
Also, gaslightest du mich gerade, Kahn? Finde ich jetzt echt ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Was mache ich? Finde jetzt schwierig. Du gaslightest mich. Ach so. Das finde ich schon sehr schwer. Also, finde ich problematic. Danja ist heute auf Mission. Ich bleib ernst und ich habe voll das Problem und Ja, ich habe ein Problem und das heißt Kahn. Ich bin übrigens fertig. Ich bin auch fertig und diesmal hat alles geklappt. Okay, Tom, okay. Du hast jetzt 4 Minuten Zeit. Zeit startet, sobald ich aus dem Haus rausgegangen bin. Ja, kannst du genau dann starten, wenn du losgehst. Also wie gesagt, du darfst auch gerne ein Fahrzeug benutzen. Ja, dann mache ich das noch schnell. Also ich finde, ich habe einen ziemlich coolen Job. Freut mich. Alles klar, dann 3, 2, 1 und los. Oh, übertreib jetzt nicht. Ich musste meinen Timer nochmal aufmachen. Ich musste es spannend machen. Ja, es gibt auch Leute, die nehmen das Ernste mit dem Timer, Kahn, im Gegensatz zu dir. Hey, oh, ich hab diesmal auch mein Handy eingestellt. Ja. Wirklich? Mhm. Großartige Leistung. Dankeschön. Ich bin so stolz auf dich. Einfach, ja, danke. Das finde ich gerade voll nett. Okay, hier ist niemand. Ist schon mal gut. Jetzt regnet es auch noch. Das macht die Sicht auf jeden Fall angenehmer. Sehr gut, ausgezeichnet. Du wolltest doch Drama gut. haben, das ist Dramaturgie hier. Ja, Dramaturgie für mein Versagen, ich sehe nichts. Ey, ganz ehrlich. Ach so, es schneit. Was? Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Ich sehe halt auch einfach, ich habe noch niemanden gesehen. Okay, das ist wirklich doof. Also nicht nur, weil es jetzt schneit, sondern hier ist einfach niemand im Stadtkern. Wow. Ah. Gut, merke ich mir mal. Ist ein bisschen... Oh, jetzt sehen hier mehrere Leute gleich verdächtig aus. Jetzt geht's los. Jetzt sind sie alle da, oder was? Jetzt hast du alle gespottet auf einmal. Ja. Wahrscheinlich, ich weiß, als was sich Lena verkleidet hat. Mhm. Lena hat sich wahrscheinlich als Oma verkleidet. Und das ist ihr Job. Ich bin Oma. Ich bin Rentnerin. Es tut mir leid, ich war auch am Anfang eine Nurse, aber bei mir gingen ein paar Sachen wieder. Nichts hat wieder gesponnen und dann musste ich mich kurzerhand still umentscheiden. Da dachte ich, verdammt, egal, ist jetzt egal. Aber du hättest auch, du warst ja kurz davor sogar zu sagen, dass es jemand von uns ist. Ja, ich dachte, es wäre eigentlich Tom, aber ja. Hättest du lieber gemacht, dann hättest du eigentlich auch den Punkt gehabt, fairerweise. Mhm. Wie gesagt, ich musste mich einfach zu schnell umentscheiden, es war blöd. Aber jetzt hat alles funktioniert. Okay, ich habe noch 1:45 und ich habe auch schon 3 verdächtige Personen gefunden. Sehr gut. Aber ich lasse mir Zeit. Boah, diese Spannung, ne? Ja, wir lernen ja immer aus Kahns Runden, nach 10 Sekunden den Guess machen, ist nicht so klug. Nope. Ja, guck mal, wie Danja lacht. Guck mal, wie sie lacht. Ja, es freut mich richtig. Ja, ja. Machen wir so. Weißt du was? Tom, du kannst meinen Kanal übernehmen und ich schneide jetzt die Videos. Danja möchte ja mit dir viel mehr Videos aufnehmen. Ich sag oh, Deal. Das ist ein Deal doch. Ja. Das ist so echt nicht zu glauben. Das ist der Wunsch, den Danja hat. Dann kriege ich jeden Morgen erstmal einen Anruf. Kahn heult, er muss schneiden so viel und er hat keine Lust. Und, ich sehe hier sonst aber auch niemanden. Sag mal, hast du irgendwie Angst, mich zu verlieren? Oder warum bist du da in letzter Zeit so empfindlich? Wir sind doch befreundet, das gibt doch gar keinen Grund. Er verliert heute zu oft, das ist sein Problem. Also ich muss tatsächlich sagen, der Spruch kam ein bisschen unerwartet mit, hast du Angst, mich zu verlieren? Wo ich mir so denke, okay, was für eine Antwort erwartest du jetzt, Nathan? Ja, okay. Ich habe so Angst, es tut so weh. Ja, ich merke das schon. Also es scheint ja wirklich ein Thema für dich gerade zu sein. Gebe ich dir irgendwie nicht das Gefühl? Also, ich muss einmal kurz dazwischen grätschen, sonst habe ich keine Zeit mehr, um meine Guesses zu machen. Der kleine Koch war Kahn, die Oma war Lena und Danja war die eben hier mit dem Schneemobil. Ey, jetzt hast du wirklich die Oma gesagt, jetzt dein Ehren. Ja, also die Hausmeisterin halt mit dem Besen. Du hättest nicht auf Kahn hören sollen, nein, das war ich nicht. Ich bin's auch nicht. Also bei mir hast du recht, ja, ich war dieser Koch. Ja. Okay, wenigstens das. Ah. Was wart ihr? Ja, guck mal. Ich komme dir entgegen, Tom. Bleib mal stehen. Oder ja, da. Hi. Ah, okay. Ich war im Kino. Ich habe gerade Avatar geschaut. Ich habe mich darum gekümmert, dass alles läuft. Das macht doch Sinn. Also du warst quasi dann in Film schauen. Nicht Verkäuferin, sondern du warst Kinobesucherin. Nee, ich stand da oben, wo auch dieser Projektor ist. Ich habe überprüft, dass alles läuft, okay. Dass 3D hier funktioniert ist. Ich meine, ne? Ah, okay. Also ich bin hier Leiterin eines Tierheims. Ich habe euch beide nicht mal gesehen. Ja, ich war einfach im Kindergarten. Lena, möchtest du vielleicht suchen? Was ich gerade sagen wollte, Danja, du hast ja zu mir gesagt, meine arrogante Antwort mit, oder
mit Instagram. Also ich habe auch selten von dir sowas Arrogantes wie gerade gehört. Khan hat jetzt gerade ernsthaft 5 Minuten gebraucht für sein Comeback. Ist es dein Ernst? Nö, ich wollte es. Nein, ich wollte es sagen, aber Tom hatte ja keine Zeit mehr. Da musst du das ja erstmal machen. Ja, ich muss ja mal fragen, Khan. In letzter Zeit sagst du mir ganz oft, dass sich das total stört, wenn ich mit anderen Leuten Videos aufnehme oder über die Witze von anderen Leuten lache. Da muss ich ja wirklich mal nachfragen, ob dich das gerade affected oder so. Ich weiß es ja nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich kann ja vielleicht was tun, damit du dich wieder sicherer fühlst. Du hast den wunden Punkt erwischt, Anja. Ich dachte es mir schon. Ja, du kennst Menschen einfach so gut. Ja, es ist so. Ich habe es einfach getroffen. Ich habe genau den Punkt gehittet. Ich habe es doch einfach gewusst. Das ist, also ich weiß nicht, woher du das hast, aber du hast es einfach drauf. Ja, es ist mein Secret Talent. Finde ich gut. Also dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass du nicht mit mir aufnehmen möchtest morgen, wie wir es eigentlich verabredet hatten. Ja, es tut mir leid, es wird nichts, weil Khan heult dann. Hey, ich bin doch morgen sowieso nicht da. Ja, das machst du letztens auch nicht. Und dann musste ich mir 3 Videos anhören, was für eine schlechte Freundin bin, weil ich mit anderen Leuten Videos aufgenommen habe. Es war schon sehr unangenehm. Hey, das stimmt doch gar nicht. Bestätige ich. Ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts. Wer ist denn dein Anwalt? Tom? Nö, das werde ich nicht sagen. Das würdest du jetzt gerne wissen, ne? Naja, schon. Also, wenn sich dein Anwalt mit mir in Verbindung setzt, dann sollte ich auch wissen, ob das der echte Anwalt ist oder ob das jetzt irgendwer ist, den du dir, keine Ahnung, ausgedacht hast. Und das bist du dann einfach selber. Also, sollte das hier vor Gericht kommen, ich bin eine Zeugin. Okay, sehr gut. Sorry, ich kann gerade nicht, ich kann gerade nicht zuhören, weil ich einfach versuche, hier jetzt mein Outfit zu finden. Khan muss gerade hier Shopping Queen Deluxe spielen. Okay, ich bin soweit ready. Ich bin auch soweit ready. Ich bin noch nicht fertig. Dann ja, los jetzt. Stress mich nicht, Khan. Los jetzt. Oder bist du dabei, mit jemand anderem was aufzunehmen? Ja, ich nehme nebenbei gerade noch ein Video mit Tom auf. Wahrscheinlich ist das Video, wie ihr besprecht, sozusagen ohne mich jetzt zu starten. Ja, genau. Das ist für meinen geheimen Zweitkanal, den ich mit Tom aufgezogen habe. Alleine. Wie, du machst mit Tom auch einen neuen Kanal? Jetzt auch noch los. Ja, mit dir auch, Lena. Aber das wollten wir jetzt noch nicht sagen, oder? Wisst ihr, was gerade das Problem ist? Es gibt jetzt wahrscheinlich wirklich Leute, die jetzt in den Kommentaren fragen, hey, wie heißt denn der Kanal? Würde ich auch direkt gerne droppen. Wie sieht's denn jetzt aus? Ich bin ready. Also, ich bin fertig. Sehr fein, sehr fein. Okay, dann 4 Minuten ab jetzt. So, alle mal wieder weg von der Street. Sehr schön. Keiner verkauft Eis. Dann ja, du und deine... du bist noch nicht mal beim Friseur, ich glaub's ja nicht. Danja, warum bist du nicht beim Friseur? Hallo? Warte mal, Polizei. Hallihallo, da ist jemand bei der Polizei. Aber du Kleine könntest... Obwohl... Nee. Aber okay, merke ich mir. Tom, bist du im Supermarkt? Ja, lass mich, ich bin gerade hier am Gucken. Wo bist du denn gerade? Im Supermarkt. Supermarkt. Supermarkt, okay. Hast du jetzt schon jemanden gesehen? Ja, bei der Polizei. Und ich glaube, so ein kleines Gangsterkind verfolgt mich. Was? Die ist auf jeden Fall mit einer Waffe hinter mir her. Wahrscheinlich ist das Khan. Ja, genau. Haben wir hier vielleicht noch in den Kinoseen vielleicht so... Nee, auch nicht. Okay. Ja, jetzt werde ich hier wirklich verfolgt. Geil. Stalker? Jetzt. Hobby? Das ist doch mal ein guter Job. Gangsterkind. Ja, gefällt mir. Aber ich weiß nicht, wegen der Waffe weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, ob... Ja, wir gucken mal weiter. Also, aber sonst sieht es ja echt gerade sehr mager aus, Leute. Jemand hier... Da sind kaum Leute da. Fällt mir auch auf. Ja. Im Diner? Vielleicht auf dem Klo, weil das Essen nicht so super war? Nö, okay. Warte mal, die Polizistin. Oh, hoppala. Sorry, ich bin gerade ins Wasser geplumpst. Und wieder ins Wasser. Boah, man sieht das ja gar nicht vor lauter Schnee. Heiliges.
Klamottenladen. Keiner hier bei Starbrooks. Ey, ich bin... Ey, ganz ehrlich, Leute, das ist nicht euer Ernst. Das ist traurig. Also ich sehe hier ohne Witz zwei Personen. Hier im Kindergarten vielleicht. Wie viel Zeit habe ich? 1,5 Minuten. Ja, ich schaue erst mal. Ey, jetzt ernsthaft? Kein Lehrer. Wo ist... Tom, was ist denn mit dir? Warum bist du die ganze Zeit so ruhig? Hier ist ein Schüler. Ich will mich in diesen Formaten immer nicht verraten, wenn ich was Falsches sage oder so. Deswegen bin ich immer still. Okay, wie viel Zeit hast du noch? Ich hatte gerade noch 1,5, jetzt nur noch etwas mehr als 1 Minute. Ja. Oh, Tom, ist das dein Ernst? Oh, wo bin ich? Bitte? Ist das dein Ernst? Dass mein Ernst ist? Ja. Mein voller Ernst. Ich weiß ja nicht, was du meinst, aber... Was für einen Job hast du denn bitte? Das sage ich gleich. Aber wie kannst du mich sehen? Ich habe dich schon gesehen, keine Sorge. Ich bin kein Astronaut. Nein? Ja, glaube ich auch. Oh Gott, echt, nur noch eine knappe halbe Minute. Ey, das ist... Da ist jemand im... Moment! 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 Ich will wissen, wer sie sind. Bleiben Sie mal stehen. Oh, jetzt komm! Was bist du denn? Was bist okay. du denn? Lena, wie sieht's aus? Ja, okay. In 15 Sekunden ist bei mir alles um, aber ich sag mal, du bist auf jeden Fall sehr verdächtig und ich muss dich eh nehmen, weil ich hier kaum jemanden habe. Mich? Mart, nein, jetzt Ruhe. Okay, Zeit ist um, dann sage ich jetzt. Also. Jetzt sag! Also, der Kleine hier, der mit dem Hütchen, ich weiß nicht, was das sein soll, aber das ist, kommt mir einfach sehr verdächtig vor. Bist du das, Tom? Nein. Okay. Weiter? Die Polizistin, die Dame, die, wo ich am Anfang da war, die saß hier am Schreibtisch bei der Polizeiwache. Ich würde jetzt mal behaupten, dich bist du kann. Nö. Ja, und dann habe ich leider nur noch hier das Gangsterkind. Nope. Ernsthaft? Keiner von euch? Keiner. Also das Gangsterkind bin ich. Oh, okay. Also dann kriegst du einen Punkt zumindest. Ein Punkt. Alles klar. Ja. Also ich glaube, Danja, du warst die Polizistin? Nein, ne? Nein. Okay, nein. Du warst, achso, Tom war Cheerleader. Ja. Hä, warum bist du? Das ist doch kein Job, okay? Natürlich. Also doch, ja, Job. Doch. Ich kann auch ja, wohl professionelle okay. Cheerleaderin sein. Ja, stimmt, stimmt, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Hast du recht. Okay, Danja, wie sieht's mit dir aus? Also ich war eine Bankmitarbeiterin, die Bank ausgeraubt hat. Okay, also im Endeffekt natürlich, also ich bin eigentlich Agentin, aber du hast natürlich die Person richtig rausgefunden, wer es war. Also zumindest, dass das eine davon ist. Das heißt, du hast einen Punkt. Tom, wen hast du? Du hast mich gefunden, ne? Ja. Du hast zwei Punkte, ich habe auch zwei Punkte. Und Danja, du bist jetzt als letztes dran. Let's go. Ich muss in meinem Haus warten, ne? Genau, geh mal in dein Haus und dann, ja, schauen wir mal. Ey, warum kann ich nicht in mein Haus? Hallo? Mein Haus ist so gut abgeschlossen, ich komme gar nicht mehr rein. Okay. Ich glaube, heute war bisher die Wer-bin-ich-Runde mit den wenigsten Punkten, ne? Ja, das kann gut sein, ja. Okay. Ich bin, glaube ich, soweit. Ich bin gleich auch soweit. Ich glaube, ich tausche nochmal das Oberteil. Warum gibt es hier eigentlich ein Adopt-Me-Oberteil in Brookhaven? Warum solltest du es hier nicht geben? Hast du damit ein Problem? Warum können sich Spieleentwickler nicht gegenseitig unterstützen? Doch, können sie. Ich bin einfach nur überrascht. Okay, wie viele Minuten habe ich eigentlich gleich Zeit zum Suchen? 4 Minuten. Okay. Oh, Danja, hast du gesehen, dass es dein Gesicht jetzt hier auch gibt? Voll gut. Mhm. Haben die wahrscheinlich bei dir abgeguckt. Safe. Ich war die Inspiration. Es war nicht Sarah Larsen, das war ich. Ich glaube auch. Okay, ich bin soweit. Ich auch. Okay, ich bin soweit. Also Lena ist soweit. Tom? Ich bin auch soweit. Achso, ich auch. Okay, dann ist mein Timer gestellt auf 4 Minuten ab jetzt. Ja. Ja. Nein. So, jetzt ist ja natürlich die Frage, wo seid ihr? Kahn, das bist du hier mit den Blumen in der Hand und du bist Floristin. Woher weißt du das? Was? Bist du wirklich? Ja! Geil. Ah, ich sehr Job strong. Richtig? Ja, ist alles richtig. Sehr gut. Sehr, sehr strong. Hä, woher wusstest du das denn? Geht's?
Das finde ich jetzt ein bisschen sus. Warum ist das denn jetzt schon wieder sus? Ja, okay, du hast geschummelt. Ja, ich sehe es, du hast geschummelt. Aha. Wie habe ich denn jetzt schon wieder geschummelt? Ich hab's gesehen. Ja. Daniel, es war auch überhaupt nicht sus, dass du direkt vor mir stehen geblieben bist und diese Blumen die ganze Zeit bewegt hast. Ja, ich dachte, vielleicht mache ich mich damit halt auffällig unauffällig. Ja, es war sehr auffällig. Weil warum sollte ich direkt zu dir laufen? Ja, genau deshalb nämlich. Okay, gut, ich versuche jetzt zu helfen. Du sollst mir nicht helfen. Hey, warum denn das? Doch, doch, ich mach das jetzt. Also Tom müsste auf jeden Fall in diesem Gebäude sein. Ich glaube, der ist ein Nachrichtensprecher oder so. Ja, okay, Daniel, komm nach oben. Jetzt nerv mich nicht. Ja, aber Tom ist hier. Jetzt hör auf, mir meinen Job madig zu machen. Am Ende hast du dich einfach verkleidet als das. Und willst jetzt so tun, als wäre das Tom. Ja, das aber Tom ist hier oben. Jetzt komm doch nach oben, Mann. Jetzt nerv doch nicht. Was willst du denn? Der ist gar nicht hier. Nerven. Ja, bitteschön, Tom. Danke. I guess. Tom jetzt so, ich war wirklich da. Okay, Danja, das Mann, war... Mann, ey. Danja, es tut mir leid, dir das zu sagen, aber es war ein Prank. Ich war das gar nicht. Nee, es warst du wirklich nicht, ne? Kann gar nicht sein. Ist ja auch super random, dass du dann wirklich da oben gestanden bist gerade. Das war ein Zufall. Ja. Was meinst du? Ja. Nö, also du hast noch 0 Punkte. Ja, okay, du hast mich gefunden, ist in Ordnung. So, ich warte jetzt hier, ich bin jetzt ruhig, ich bin jetzt still, okay? Bis zum Danke, Karl. Also bis zum Ende des Videos, bis zum Outro bin ich jetzt still. Das ist doch mal was. Ab hier beginnt der schöne Teil des Videos. Bis zum Outro bist du still? Das ist aber schon recht lang. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht wollen, dass du dabei bist, Khan. Du darfst schon dabei sein. Du sollst dich halt nur benehmen. Ja, also ich hab schon... Ich sehe die ganze Zeit halt auch nur Khan, ne? Ich sehe die ganze Zeit nur Khan. Also ich habe schon ein bisschen heute das Gefühl, dass ihr also eigentlich nicht so gerne heute mit mir aufnimmt. Ja, doch eigentlich schon. Also ich habe nicht das Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich bin so fehl am Platz heute. Och, das tut mir leid. Gibt's irgendwas, was wir tun können, damit du dich besser fühlen würdest? Ja, einfach nicht so fies sein zu mir. Khan, aber du kannst halt nicht erwarten, dass du hier einen Haufen Dinger raushaust und dann zurückkriegst. Ja, aber ich bin so. Ja, und? Ja, ich bin so ist keine Entschuldigung. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich bin nur zu den Menschen lieb, die ich... umgekehrt. Ich, ja. Ich bin nur zu den Menschen fies, die ich mag. Ach so, ist das so. Ja. Meine Zeit ist übrigens leider abgelaufen. Und Daniel, du bist ganz in der Nähe. Du bist an mir vorbeigelaufen. Ja, wir haben eine neue Patientin. Nee, weil es diesmal geklappt hat. Okay, Tom, bist du Holzfäller? Ich bin Holzfäller, ja. Ich hab dich gar nicht gesehen. Wo warst du denn? Hier beim X-Fall. Ich war... oben immer bei den Häusern und war da an den Bäumen und so. Und du? Ach guck, jetzt auf einmal bist du Ärztin. Ja, war klar. So ja, Leute. Jetzt hat's geklappt. Das war's. XXL, wer bin ich Challenge? Aber wir hatten heute Jobs und ich glaube, bis auf Lena haben alle 2 Punkte. Ja. Ja, Leute, das heißt, Lena hat verloren, wir haben gewonnen. Das heißt, es gibt heute 3 Gewinner und nur eine, die verloren hat. Also würde ich sagen, Lena, du hast verloren. Ja, dann ist es so. Ja, du bist Letzter. Du bist Letzter, du hast verloren, hast du das verstanden? Ja, ich kann damit leben, Khan. Anders als jemand anderes. Ich kann damit leben, wirklich. Ich habe ja davor schon gewonnen, das reicht mir auch. Mit was kannst du leben? Dass ich auch mal verliere. Ja, genau. Also Lena hat heute verloren und ich habe heute gewonnen. Also Daniel und Tom auch, aber das ist nicht so wichtig. Ich habe auf jeden Fall gewonnen und Lena hat verloren. Ja, jetzt mach mal Schluss. Ich muss Khan direkt das mal melden wegen Mobbing hier. Macht doch nur Spaß, jetzt übertreibt man nicht. So, wir haben heute alle gewonnen, weil wir sind Freunde und... Okay, jetzt wird's... Tschö.